Passt schon. Hui, sag bloß. Ja, ja, leck mich am Arsch ab, los. Okay, da geht schon mal die Hälfte weg. Boah, zwei Stück sind nur rübergekommen. Und einer ins Ziel. Sogar relativ schnell, muss ich schon sagen. Ui! Ah, okay. Da kam er nicht durch. Matsch! Fällt mir ein, wofür brauche ich eigentlich den Schlüssel? Eigentlich nur, um zu dieser Warp-Zone zu kommen. So wie es aussieht, da ist ein Schloss vor, aber... ja, okay. Einfach runterfallen lassen. Okay, dann sieht er gar nicht so schwer aus, der Level. Okay. Matsch! Na. Hilfe! Die Taube hat mich gerettet. Okay, ist doch schwerer als erwartet. Oh. Ich muss an dieser einen Kanone vorbeikommen. Die anderen sind jetzt luschig. Oh, da ist auch eine. Boah. Hohoho, der war knapp. Hui. Hey, hallo. Hohoho. Oh, da muss man ein bisschen springen. Gebe ich ja zu. Oh, vielleicht auch ein bisschen mehr. Oh nein, und platt. Vor allem, wenn dir nichts mehr einfällt, dann stellen die einfach eine Kanone dahin, weißt du? Obwohl, Einfall tut denen genug. Aber wenn sie denken, der Level könnte zu einfach sein, dann Kanone. Ich habe gerade gar keinen Plan, wie ich da rüberkomme. Was ist denn los mit denen? Oh nein! Oh! Und rüber mit mir! Nein! Und Matsch! Ui, der war nicht schlecht. Also im Auftrieb von dem zweiten Gerät hier muss ich rüber. Und abkacken, alles klar. Das kann ich. Oder man geht gar nicht hoch, auftriebtechnisch. Und man ist sofort platt. Diese scheiß Kanone, ne? Diese scheiß Dreckskanone. Hey! Meat Boy, gib dir mal Mühe. Gib dir doch mal Mühe. Und da muss ich immer noch da runterkommen, lebend. Na, jetzt war ich doch... Boah, dieser... Der muss doch schmilzen mit dem ganzen Blut da drin. Nein! Oh! Matsch! Okay, nochmal hin. Hui! Nochmal hin. Nochmal hin. Hey. Ich glaube, ich habe den Springknopf nicht weit genug losgelassen. Oh, ein Traum. Oh. Penis, aber noch eine Kanone. Da kommst du souverän um die Ecke geflogen und dann ist da eine Kanone, die platt macht. Okay, man hat hier nicht sonderlich Zeit oder Spielraum für Fehler. Da muss alles passen. Aber ist ja nicht umsonst die Dark World. Dark World. Dark World. Man muss das nur oft genug sagen, umso dunkler wird sie.
Okay, diese Dreckskanone kann mich jetzt mal schön am Arsch lecken. Ui, so, haha. Nein! Haha, scheiße. Hätte ich mal nach rechts gedrückt. Aber nein! Ich war fast fertig mit dem Level. Ui, ja, sehr schön. Geh rein, geh rein, geh rein. Oh. An dieser verkackten Ecke hängen geblieben. Matsch. Oh. Oh. Oh, ging sogar. Na, was ging das da auf sofort? Und blapp. Matsch und blapp. Matschboy, super Matschboy ist das. Ist dann auch SMB. Ui. Boah, da gehe ich an diesem einen Salzhaufen kaputt, der hier unten liegt. So kurz vorm Ziel. So ganz minimal nur. Da habe ich gezögert. Da habe ich nicht gedrückt. Okay. Und das erste Mal da oben, da geht. Ne, das zweite Mal da oben, da springt man so geil da durch. Dann springt man da in dieses Geräum. Boah. Oh, geh rein. Ja! Ah, plus. Okay, komm, ein Level mache ich noch. Außer er ist super scheiße, dann natürlich nicht. Aber ich guck's mir mal an. Ganz entspannt. Okay, die wurden dezimiert. Oh ne, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Schieß auf mich! Oh, das könnte ja gehen. Nein, die... Boah, die Rakete von... Oh, die, das war... Scheiße. Aber wenn man so an der Wand läuft und zurück, dann passt das sowas von genau. Wenn man dann so macht... Hui! Und lauf! Oh, bam, Alter! 18 Sekunden. Nächster Level! Okay, die Aufnahme geht noch so lang, bis ein schwerer Level kommt. Genau, bis mal ein schwerer Level kommt. Oh, da komme ich nicht dran vorbei. Ich darf nicht so langsam sein. Die sind näher dran als vorher. So, jetzt. Die armen Viecher hier. Und... Oh! Nein! Oh, die wissen schon genau, wo sie so einen scheiß Salzhaufen dahin machen. Aber normalerweise muss ich durch Salz auch länger halten. Ist auch ziemlich konservierend. Aber fies wäre, wenn dann dieses Ding, was mich da gerade verfolgt, drehen würde und dann einfach nur mal in die andere Richtung gehen würde. Und ja, und da bin ich gerade kaputt gegangen. Mann! Also wäre das Battlefield, würde an dem einen Salzhaufen jetzt stehen, weiß nicht, 3 zu 1. Einmal dran vorbeigekommen, dreimal hat er mich erledigt.
Ha, geht doch. Es kommt zurück. Boah, was für Penner. Lalala. Matsch, okay. Langsam. Obwohl, das wäre dann der erste Level, den ich mittendrin abbrechen würde. Das wäre fies. Lauf! Nein, okay. Aber ich kam schon weiter als jemals zuvor in diesem Level. Ja, wenn man so gehetzt wird, dann kriegt man auch relativ schnell Abfluss, weil viel länger hat man ja gar nicht Zeit, um irgendwas zu machen. Wenn man sonst tot ist, automatisch 4 zu 2. Oder noch mehr für den Salzhaufen, der da war. Jetzt wollte ich da vorspringen und dann hätte er es sogar drüber geschafft. Dieser Missgeburt. Und. Ja. Ging aber mal schneller hier. Nein. Gut, ich habe mich gerade schon mal gefragt, ob das gehen würde, wenn ich da einfach so quer drüber springe. Die Antwort war nein. Obwohl, ich glaube, so bin ich auch das erste Mal kaputt gegangen, als ich da drüber gesprungen bin. Oh ja. Ich war doch drüber. Ich war drüber. Ich glaube, wenn ich mit dem Spiel fertig bin, brauche ich auf jeden Fall ein neues Pet. Komm! Ey! Was ist denn los mit mir so jetzt? Yeah! Ja genau! Spring am Schlüssel vorbei, kein Problem! Nein! Fuck! Das gibt es doch nicht! Dann direkt mit einem Sprung rüber. Habe ich nicht verstanden, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und so weit kam ich jetzt noch nie. Ja! Hey! Warum fliegen die denn alle immer in ihren Tod? Okay, nicht alle. Und auch nicht immer. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Nein, okay. Noch 300 Versuche, dann beende ich das erstmal hier. So, 299. Nein, Quatsch, so viel will ich jetzt nicht machen. Man, so schwer sieht der Level jetzt auch nicht aus. Wahrscheinlich ist es nur, dass mein Finger einfach nur übermüdet ist. Muss mein Finger meine Pause gönnen. Und ein mausbasierendes Spiel zocken. Oder Tastatur halt. Jetzt geh doch mal darüber. Wollte schon sagen, ich komme ja nicht mehr an den einfachsten Stellen hier vorbei. Da ist er! Kein Abfluss. Ja, wie soll das denn... Boah, wie soll das denn noch schneller gehen? Und das sieht aus wie so geschätzte 40 Versuche. Vielleicht auch noch mehr. Ich glaube, den letzten Sprung schaffen im Endeffekt nur zwei. Da sind sie.
Und wie ist die Zeit? Oh, toll. 81 Millisekunden. Alles klar, zurück zur Karte. Wo sind wir denn? Ja, schon nicht schlecht. Schon Level 11 von Welt 3. Na gut, dann sage ich mal bis im nächsten Part. Tschüss.